Guten Tag und herzlich willkommen zu einer Let's Play Folge Stranded Deep. Mein Pseudonym lautet Reginald Heinrich und wir spielen heute eine Runde Stranded Deep. Wir befinden uns zurzeit in diesem Flugzeug hier. Ich habe keine Beine. Wir können ja mal kurz schauen, von welchem Hersteller dieser Laptop ist. Ich habe mich vorhin ein bisschen mit der Steuerung vertraut gemacht. Playzone. Na gut, noch nie was davon gehört. Scheint wohl eine neue Marke zu sein. Hier haben wir ein Bein. Vorne ist links unsere Aufgabe aufgeploppt. Wir sollen uns ein Getränk mischen an einer Bar. Ein nettes Flugzeug. So reise ich gern. Schön. Ein bequemes Flugzeug. Mit wenigen Sitzen und kein Gedränge. Objects are highlighted in orange. You can make new groups by dragging items together. To open your inventory and select your item. Okay. Pick up and drink your cocktail. Abstürzen. Wir werden, wo auch immer wir hinwollen, landen. Und anscheinend mit dem Laptop im Internet surfen. Na gut, nehmen wir mal Platz. Okay, wir sind aufgewacht in einem Gummiboot mit einem Paddel im Nirgendwo. Es scheint hier mehrere Inseln zu geben, wo wir nicht genau wissen, wo wir uns befinden, wenn wir einfach die Insel hier vorne ansteuern. Okay. Das funktioniert gut. Die Musik ist etwas bedrohlich. Oh, ein Hai. Ich habe vorhin ins Inventar geguckt und festgestellt, dass wir ein Messer haben. Mit diesem Hai versuchen wir es mal aufzunehmen. Das war ein Fehler.
taktischer Fehler. Eine ziemlich dumme Idee, sich mit dem Tiger feiern zu legen. Eieieiei. Jetzt wissen wir auch, woher die bedrohliche Musik kam. Uns verwundet. Ich meine, im Trailer gesehen zu haben, dass man dieses Gummiboot infizieren kann. Das Paddel lassen wir hier. Wenn wir uns ein bisschen auf der Insel umschauen. Petroblend kann man Kraft indem man Wasser benutzt. Haben wir schon gelassen Potatoes. Das ist nur meine Kartoffel. Klingt, als ob wir einen Apfel essen. Aber mich stört es nicht. Ein Stick. Auf der anderen Seite. Wir können uns mal kurz hier in diesem Boot umschauen. Vielleicht finden wir etwas Interessantes oder Nötiges. Hardcase? Hardcase. Flashlight? Flashlight? Ich stand hier im Flashlight. Oh, wir trinken. Das sind anscheinend schlechte Überlebenskünstler. Okay, wir haben eine Taschenlampe gefunden, das ist doch schon mal ganz nett. Können wir die auch benutzen? Vielleicht ausprobieren. Die auch Durability Anzeige 100% im Augenblick. Okay, wir haben einen Stick, der ist craftable. Ein Feuerzeug. Invincible, also das können wir ständig benutzen. Und ein Pocket Knife. Eine Wasserflasche. Ein bisschen Food. Und Potatoes. Ich denke, wir sollten uns eine Behausung bauen. Oder ein Lagerfeuer. Suchen wir mal ein bisschen die Insel ab. Vielleicht finden wir noch was Interessantes. Always look on the bright side of life. Na, gut, schreiben kann ich nicht so gut. Muss man ja auch nicht besonders. Können. Wir versuchen jetzt zu überleben. Auf dieser Insel. Was cool wäre. Oh, okay, Bäume können wir hochklettern. Was cool wäre, wenn wir WLAN hier hätten. Oder eine Behausung. Damit würde ich mich schon zufrieden geben. Die Frage ist nur, wie erstellt man sich hier eine Behausung? Kokosnüsse sammeln wir ein. Was haben wir hier? Eine Palme. Mach einfach nur eine Palme. Guck mal, vielleicht. Können wir was Interessantes erblicken von hier aus? Naja, wir sehen drei Inseln. Und der Hai ist immer noch da. Oh, oh!
hab mir gerade ein Bein gebrochen. Scheiße. Oh, meine Maus funktioniert gerade nicht. Ah doch, jetzt geht's wieder. Puh, dachte ich schon. Das war ja echt ärgerlich gewesen. Wir haben uns zwar etwas gebrochen, aber ich würde sagen, wir sind immer noch ein Schuss. Uns hat ein Tigerhai angegriffen. Wir haben uns gerade was gebrochen, weil wir von einer beschissenen Palme gefallen sind. Aber wir sind noch am Leben. Wir sind noch am Leben. Oh, was haben wir hier? Kleines Pflänzchen. Yucca. Was ist Yucca? Okay, sehr schön. Scheint ein paar Seile. Die können, die schaden auf keinen Fall. Sollten wir nehmen. Oh, sein Inventar ist voll. Legen wir mal ein bisschen was ab. Das wird für heute Nacht unser Lagerplatz. Können wir auch gleich mal die Kokosnüsse hier lassen. Frage ist, wie können wir diese Kokosnüsse verwenden? Ah, okay. Anscheinend können wir... Ah, okay. Wir können die Kokosnüsse ein bisschen bearbeiten, um sie... ziehen wir uns doch mal so eine Kokosnuss ein. Drinkable Coconut. Das war's schon? Noch ein Schluck? Nun gut. Da ist da noch mehr drin? Nee, ist leer. Oh, und wenigstens verdursten wir nicht, da es hier anscheinend Kokosnüsse gibt auf dieser Insel. Die Seile nehmen wir mit. Potato Plant, die lassen wir mal kurz. Okay, mit 5 Sticks können wir ein Campfire machen. Machen wir doch glatt. Okay, wir hatten einen Lagerfeuer. Das könnten wir gleich entfachen. Apropos, vielleicht könnten ja irgendwelche Flugzeuge vorbeikommen. Jetzt sollten wir mit Steinen versuchen, SOS-Signale auf den Boden zu legen. Wir wollen ja gefunden werden. Oder wir finden zurück in die Zivilisation. Oh, ein Stick. Nehmen wir mal mit. Stöckerschaden nicht. Ich denke, wir sollten auch die Inseln erkunden, die an anderen Orten sind. Da gibt es noch mehr Loot-Zeug, wie zum Beispiel die Taschenlampe, die wir gefunden haben, und irgendwelchen verlorenen Kisten oder ähnlichen. Schadet ja nicht, wenn man sowas findet. Hier ist einfach rein gar nichts. Ein paar Stöcke, ein paar Kokosnüsse. Na gut, dass wir ein Messer überhaupt dabei haben. Oh, das da könnte etwas sein. Oder? Ne, noch nicht. Felsformation. Nothing special. Ziehen wir uns die Krabbe mal rein.
Sieht auch wie ein Apfel, wenn man isst. Scheint es irgendwie nicht zu gut zu gehen. Ja, mein Arm ist verwundet, ich habe mir ein Bein gebrochen oder ähnliches. Auf jeden Fall irgendwas. Wir sollten ganz vorsichtig sein. Wollen wir nicht das zeitliche segnen. Wir wollen überleben. Ich hatte schon Lust zu der anderen Insel zu schwimmen und zu sehen, was es da gibt. Allerdings werde ich die Nacht heute hier verbringen. Und die Insel noch ein bisschen weiter erkunden. Ja, denke ich nichts weiter. Okay, mein Charakter fühlt sich strange. Wir sollten dennoch mal gucken. Aha, was haben wir hier? Jerry Can. Okay, den nehmen wir mal mit. Das ist eine Jerry Can. Das war dieser Hardcase von vorhin. Gut, da befindet sich vermutlich nichts weiter. Na gut, wir haben eine Jerrycan gefunden. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Aber was zum Henker können wir damit anfangen? Okay, Tool. A metal fuel can. Useful for topping up an engine fuel tank. Da 100 Durability sind, können wir damit anscheinend irgendwie irgendwas vollladen. Sollte mal. Vielleicht war die Krabbe auch nicht gut und deswegen ging es uns nicht so gut. Essen wir erstmal eine Kartoffel. Ich weiß ja nicht, hier ist ja keine Anzeige, wie. Meine Lampe hat gerade funktioniert. Cool, wir haben eine Lampe, die nicht funktioniert. Die Sonne geht unter. Na gut, wir haben ein Lagerfeuer. Eine Lampe, die nicht funktioniert. Ah doch, da, gerade. Ach, man muss gedrückt halten. Na gut, dann funktioniert auch die Lampe. Haben wir das wenigstens schon mal herausgefunden. Was machen wir mit dieser Tank? Die Insel da hinten. Die sieht gut aus. Die werden wir ansteuern am nächsten Morgen. Okay, wir können auch so langsam unser Feuer hier zünden. Ich habe Feuer gemacht! Naja. Gut, die Fuel Can lassen wir mal hier. War ja noch ein Rest. Ich hoffe, die explodiert jetzt nicht, als sie neben dem Feuer liegt. Ich würde gerne nochmal nach unserem Gummiboot schauen. Nicht, dass es verschwunden ist. Oder wo sich das überhaupt befindet. Da ist unser Gummiboot, unser Paddel. Also mit der Schnelle schon praktisch. Durability 97%. Sollte man nicht so oft benutzen. Unser Boot, unser Paddel. Jetzt sollten wir nochmal kurz auf die andere Seite schwimmen.
Und wir am nächsten Morgen. War ja gar nicht im Boot drin. Ein Lagerfeuer von der See. Ja. Na gut, bei dem Schiff war ich. Denke, hier ist ganz okay. Ist nicht weit entfernt von unserem Lagerplatz. Unser Boot verschwindet nicht. Den lassen wir da drin liegen, damit wir ihn noch wiederfinden. Wenn ich mich nicht täusche, haben wir hier einen Potato Plant. Ah, da. Da haben wir Potato Plant, dann nehmen wir das nochmal ein paar Kartoffeln mit. Kann ja nicht schaden, wir wollen ja auch nicht verhungern. Okay, wir haben ein Feuer, eine Taschenlampe, ein Boot, Aussicht auf, auf die neue Insel, die wir bald ansteuern. Und wir leben! Ziehen wir uns noch eine Kartoffel rein, unser Abendessen. Nehmen noch einen Schluck von der Pulle. Setzen uns hin. Und das war's mit der ersten Episode Let's Play Stranded Deep. Bis demnächst. Euer Eginhard Heinrich. Bye.